Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Revolution Online. Und in dieser Folge wollen wir hier, genau da, wollen wir uns mal rinlümmeln. Schauen wir mal, was es hier drin so Schönes zu entdecken gibt. Ja, bester Raum ever. Hier ist einfach mal gar nichts drin. Als wenn die Entwickler vergessen hätten, dass sie den Raum erschaffen haben und dann da, vergessen haben, was reinzutun. Schönes Ding auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt halt einen anderen Ort suchen, wo wir reintauchen können. Denn irgendwo müssen wir mal wieder reindiven. Denn wir wollen ja immer noch den Spacken da in der Höhle besiegen, der uns einfach mal eben weggeklatscht hat, der Spasti. So, den hier können wir nochmal wegklatschen. 34, das geht. Also den Typ Aqua-Anführer meine ich damit. Den müssen wir, mit dem haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen. Und das werden wir auch tun. Sofern wir denn wieder einen richtigen Eingang für die Höhle finden, in die wir da müssen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Windgirl Level 32 brauchen wir nicht mitnehmen. Das bringt zu wenig Erfahrung, als dass sich das lohnen würde. Ich glaube, wir sind schon wieder relativ nah da dran, in die Höhle zu kommen. Dann müssen wir halt nochmal dahin latschen zu ihm. Genau zu ihm. Ja, ihm. Da in der Mitte könnte es zum Beispiel richtig sein. Das können wir mal ausprobieren, ob das da uns auch in die Höhle führt, in die wir müssen, wollen, wie auch immer. Drin getaucht, in die Jutestube und ja, wie sie sehen, sehen sie nichts. Geil. Läuft auf jeden Fall. Nein! Nein, noch ein Rückschlag. Noch mehr Rückschläge verkrafte ich nicht. Nochmal hier rüber geradelt. Wir haben ein richtiges Beach-Fahrrad, ne? Das funktioniert auch auf der Beach richtig gut. Also mein Fahrrad, wenn ich eins hätte, würde darauf nicht so gut funktionieren. Also meine alten hätten darauf nicht so gut funktioniert, jedenfalls. So mitten am Strand. Lasst uns zum Strand. Philippa, weggeklatscht. Kadabra, Level 78. Brutaler Scheiß, sage ich euch. Ein Corsola, Level 34. Klatschen wir auch weg. Kann man auch mitnehmen, die Erfahrung. Warum auch nicht? So, dann gucken wir nochmal hier rein. Oh, warte mal. Erst nochmal den Fisherman. Weil den habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Den können wir auch nochmal wegklatschen. Komm her. Komm her. Ja, komm mal. Er hier, du. Ich will dir gar nichts tun. Weimar platt wie eine Flunder gemacht. Hydra. Reicht auch ein Psy-Beam und schon ist es vorbei. Schön. Wunderbar. Dann können wir da wieder. Dann wollen wir mal da rein. Und wenn das jetzt der nächste leere Raum ist, ey, dann krieg ich langsam Hals, du. Na gut, immerhin ein Item. Immerhin. Protein Regal. Dann gehen wir mal in die Richtung. Weiter. Und so eine Gümmeldinger klatschen wir natürlich nicht weg. Das ist noch nicht mal wert. Mein Kadabra einzusetzen. Hatten wir die hier schon? Oh, die hatten wir auch noch nicht. Na, sowas. Und er hat eine Love Disc. Eine Love Disc. Ja, gut, dass ich Recovery einsetze. Aus Versehen. Verklickt. Meine Freunde, verklickt. So, ich würde sagen, ich setze mal wieder Marschstamm nach vorn. Marschstamm hat auf jeden Fall noch
das Potenzial, ein paar Level zu steigen. Und das würde ihm noch gut tun. Sag nicht, da hinten kommt gar nichts. Das wäre ärgerlich. Ja, ich habe ihn gefangen. Er dachte, er kann einfach an mir vorbeischwimmen. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Och ja, eine schöne Hydropumpe in die Fresse. Kann man ja mal machen, ey. Denkst du nicht, dass das ein bisschen frech ist, Stami? Ein bisschen, aber auch nur ein bisschen frech. So, da geht's weiter. Ich dachte, ich schwimme noch mal ein bisschen runter. Wer weiß, was da noch kommt. Ja, nix. Oh, da kommt schon wieder andere Mucke. Und wo kommen wir hier hin? Evergrande City? Da waren wir doch noch gar nicht. Nee, waren wir auch noch nicht. Tatsache, dann kann man da auch schon hin. Obwohl wir, ich dachte, wir müssen zuallererst mal das Unterwasserproblem da lösen. Aber anscheinend nicht so wichtig. Schöner Wasserfall. Gucken wir hier mal rein. Elder Reger, welcome to Evergrande City. The city is known as the Pokémon League City. Sie ist bekannt als die Pokémon League City, okay. Wir können uns hier nochmal refreshen. Have a nice day. Bye bye. Elder Agi. The heat of you is the road to Pokémon League. It's called the Victory Road. You are not ready. Ich bin nicht ready? Nein. Wie kann das so sein? Fuck, Mann. Und ich weiß nicht mehr, wo das Unterwasserversteck ist, ey. Welchen scheiß Eingang habe ich denn nochmal benutzt, um dahin zu kommen, wo ich war? Ich könnte mir mein eigenes Video mal reinziehen und gucken, wo ich lang geschwommen bin. Verdammt. Wenn ich das in diesem Video nicht finde, werde ich das auch tun, ey. Hab ja keine andere Wahl. Was bleibt mir sonst übrig? Kann man da nicht durch? Was? Marsch Dompironi. Oh Leute, ich habe schon richtig Hunger. Und ich weiß ganz genau, was es heute gibt, Mann. Pommes mit Gyros. Pommes mit Gyros. Werde ich sogar selbst braten. Was meint ihr dazu? Ist das nicht ein geiles Essen? Am besten noch, und das würden jetzt wahrscheinlich viele verneinen, am besten noch Sauerkraut. Oder Sauerkraut nennt man das, glaube ich. Sauerkraut? Halt dieses Kalte da, was man so kalt essen kann. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist geil. Ich bin mir gerade echt unsicher, ob ich mit Sauerkraut richtig bin. Hey, dieses was halt auch griechisch ist, glaube ich. Ja, ich weiß echt nicht mehr, wo wir rein müssen. Oder da oben war irgendwo auch nochmal ein Eingang. Ne? Vielleicht war das sogar direkt der richtige. Dann nehmen wir den einfach. Kein Ding. Ja, komm. Komm. Ist okay. Der Weg ist mir gerade schon wieder viel zu weit. 33er kann man mal wegklatschen. Hier 3600 Erfahrungen ist eigentlich viel zu wenig. Viel zu wenig. Habe ich die schon weggeklatscht? Claudia. Alte Schnecke. No, habe ich auch noch nicht weggeklatscht. Ja, sieh mal einer an. Earthquake. Komm schon, Earthquake. Nimm den Earthquake. Nimm das Ding. Schönes Ding. Was das? Fliegt das? Ist das? Nein. Verdammt. Surfer. Pow. Und
Jetzt noch ein Dust Globe. Okay, da nehme ich auch mal Surfer. Das sieht irgendwie nach, weiß ich nicht, Boden, Gestein, irgendwas aus. Aber reicht trotzdem nicht. Bip. 22.000 Erfahrung. Wunderbar. Da ich den ja auch noch nicht hatte, sie ja auch noch nicht hatte, dann kann ich ja ihn auch noch mal probieren. Vielleicht habe ich ihn auch noch nicht gehabt. Ne, ihn hatte ich schon. Ihn hatte ich schon. Und ihn? Komm her hier. Hisato. Komm her, Hisato, ja. Ja, fein, Hisato. Dann ist das hier der richtige Eingang. Komm. Muss der richtige Eingang. Yes, I will dive. Ja, das ist es. Jetzt müssen wir bloß wieder voll weit runtertauchen, damit wir überhaupt zu dem richtigen Eingang kommen, ey. Fuck. So eine Ficke, ey. Mann, Mann, Mann. Aber diesmal müssen wir den auch echt dann klatschen, wenn wir den erneut bekämpfen. Aber wir haben nochmal 5, 6, 7 Level gut gemacht, also von dem her sollte das ein leichtes werden. Ein leichtes. Tauchi, tauchi, tauch. Tauchi, tauchi, tauch. Ganz schön ruhig hier unter Wasser. Voll realistisch und so. Oh, einfach über den Stein rüber geschwommen. Na, auch nicht schlecht. Und hier wollte ich jetzt nochmal gucken, ob es da auch irgendwas gab. Aber das Ding ist, da geht es ja gar nicht weit. Weil wir sind vorhin ja diesen Gang gegangen. Da habe ich gar nicht geguckt. Aber jetzt wissen wir haben nichts, aber auch gar nichts verpasst. Denn dort kommt gar nichts. Rein gar nichts. Ah, kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Dingen, ich klatsche das mal weg. Wir haben ja noch genug Earthquakes am Start hier. Von dem her kann man das schon mal machen. Und hier waren wir, glaube ich, da habe ich geguckt, ob da irgendwas Wildes ist. Takedown reicht auch. Verlieren wir halt ein bisschen Leben, aber das, die Leftovers geben uns das ja schon fast wieder zurück. Und da unten ist gleich wieder der Gang. Wir können nur noch mal nach links surfen, an dem Eingang vorbei. Oder hatten wir das vorhin schon gemacht? Bin mir gar nicht sicher. Jo. Weil da ist der Eingang. Da ist der Eingang. Da sind wir richtig. Da müssen wir hin. Hier alles hier abgecheckt. Oh, guck mal, da ist noch ein Pokebällchen. Da waren wir also nicht reingeschwommen. Können wir nochmal mitnehmen, das Ding. Joa, guck mal her hier. The Pearl. Joa, kann man nochmal draus Money machen. Wunderbar. Tentacool. Haben wir hier nochmal einen 33er. Können auch wegklatschen. Verlieren wir so langsam an Leben, weil wenn wir ein bisschen weniger regeneriert bekommen, als die Recoil uns abzieht. So. Und dann können wir hier links nochmal hoch. Hier noch was gibt? Nö, gar nichts. Das finde ich mal so mies, ne? Dann tauchst du da hoch und dann gibt's ja gar nichts. Nicht mal ein Pokéball, Alter. Gar nichts. Bitch, was soll das? Gibt's hier eigentlich irgendwas in dem Raum, Pokémon? Nö, hier gibt's gar nichts. Yes. Und dann sind wir wieder hier. Ja, komm. Ach so, aufs Fahrrad. Ich wollte aufs Fahrrad, aber geplant, dass man hier gar nicht aufs Fahrrad kann. So, dann müsst ihr nämlich hier hoch. Für die Leute, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben. Ach so, welchen Gang hatte ich denn von genommen? Ich glaube, ich habe den linken genommen. Also probieren wir auch mal den rechten aus. Ne, warte mal. Das ist der. Den hatte ich schon. Mal gucken, vielleicht kommt man auch bei beiden in denselben Raum. Ich weiß es nicht. Nö, hier kommt man in einen anderen Raum. Kann man aber auch mal ausprobieren. Vielleicht gibt es da ja irgendwo noch ein paar Trainer zu natzen.
Na, was, wo sind wir denn hier gelandet? Sag mir nicht, wir kommen jetzt hier an den... Ist es genau der Eingang wieder? Ich glaube, wir sind genau an den Eingang wieder gekommen. An den einen Eingang. Wo wir eh schon waren. You know? Das heißt, es spielt eigentlich keine Rolle, welchen Gang man benutzt. Man kommt zu demselben. Auf dasselbe Endergebnis. So. Mal hier lang und dann bin ich froh, dass ich... mein Dick da mit dabei hab, ey. Sonst wären wir hier voll aufgeschmissen. So, jetzt will ich nochmal was ausprobieren. Und zwar, wenn meine Theorie stimmt, und das wird sie, weil ich habe immer recht, das ist meine Devise, dann kommen wir jetzt hier auch in den Gang rein, wo die beiden, ja, patrouillieren. Ja, und da sind wir durch. Die haben mich zwar gesehen, ich weiß keine Ahnung, warum die uns in Ruhe gelassen haben. Die haben wir schon besiegt gehabt. So. Also, jetzt kommt man über beide Wege zum selben Ergebnis, ja. Ja, Leute, wir machen an der Stelle dann nochmal eine Pause. Und in der nächsten Folge versuchen wir dann, es erneut den Aqua Admin Mad wegzuklatschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Bleibt stabil und haut da rein!